Es geht los. Drückjacht im Schwarzwald. Der Anton ist gerade jemand einweisen. Und ja, ich bin ganz gespannt, was hier heute so passiert. Hallo und Waldmannsheil. Ihr habt in den Bildern gerade die erste Drückjacht des Jahres gesehen. Ich war im Schwarzwald eingeladen und es war einfach so, es war nichts zu sehen. Ich hatte keinen Anblick, aber ansonsten war es ein schöner Jagdtag bei bestem Wetter. Und jetzt fahre ich nach Ennepetal, in meine alte Heimat. Und ihr habt aus dem letzten Jahr schon einen Film gesehen über die Drückjacht dort oder über zwei Drückjagden. Und dieses Jahr will ich das Ganze ein bisschen intensiver dokumentieren. Ich hoffe, es gelingt mir. Ich kann euch nachher tolle Bilder zeigen. In der ersten Jagd bin ich immer bei Dirk und Danny im Revier als Treiber unterwegs und versuche die Sauen durchzudrücken. Das Gelände ist sehr schwierig, das werdet ihr hoffentlich hinterher auch sehen. Das sind alte Kyrillflächen, die starke Dickungsbereiche aufweisen und wir hoffen, dass wir die Sauen da rauskriegen. Ansonsten freue ich mich wirklich auf ein tolles Wochenende und ja, auf tolle Begegnungen, nette Menschen. Und einfach ein ja, kameradschaftliches Miteinander, alte Freunde wieder zu treffen und das wird richtig toll. Es gibt auch ein Rezept, was das verrate ich noch nicht, da seht ihr dann. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und Waldmannsheil bei dem Video. Macht's gut! Dürfen ja auch Schweine überholt werden? Nein. Nein, keine Schweine überholen. Aber das Witzige ist da dran, Matthias, wir gucken einfach mal von dem Überholschild nach links runter und sehen da einen ganz frischen Suhlenbereich, wo wahrscheinlich in den letzten ein, zwei Tagen schon mal gesuhlt wurde. So, dann hoffen wir doch mal, dass die Schweine im Revier sind morgen, ne? Ja, das hoffe ich auch. Das Lustige ist ja, was ich nur sagen wollte, man kann Schilder aufstellen, so viel wie man möchte, hält sich sowieso keiner dran. Irgendwie nicht, ne?
Der ist gerade gestartet, es ist 10 Uhr. Das Treiben ist im Gange. Ich bin jetzt hier in einer Treiberwehr mit mehreren Hunden, Terriermeute. Aber wir haben ja auch sehr dichte, bewachsene Windwurfflächen. Und da bin ich mal gespannt, was hier heute so geht. Matthias, wo ist die Sau hin? Hier vorbei oder was? Ja, hier oben geht jetzt der Weg weiter. Bitte? Nee, aber die andere Treiberwehr läuft nachher entgegen den Hang hier lang. Ah, ist das da. Naja, man muss das ja positiv sehen. Hier wachsen keine Brombeeren. So voran. Na komm. So, bis jetzt haben wir noch nichts gehört, dass was erlegt worden ist. Wir haben zwar ein Schwein gesehen, aber die Schweine sind auf jeden Fall hier. Hier seht ihr nämlich frisch gebrochen. Hier haben die Schweine irgendwann mal Engerlinge oder sowas gesucht, um Eiweiß aufzunehmen. Hallo. Was macht ein Stromaggregat im Wald?
Die Erklärung ist relativ einfach. Ja, heute ist ein Hund bei der Drückjagd in diesen Dachsbau gelaufen. Und wir versuchen jetzt mit der Endoskopkamera zu gucken, wo der seine Weste hat fallen lassen. Die hat er nämlich im Dachsbau ausgezogen. Und die suchen wir jetzt mit einer Endoskopkamera. So, also ich zeige euch jetzt mal, das ist die Katastrophe. Da ist ein Eingang. Da ist auch ein Eingang oder Ausgang. Hallo. Da ist einer. Da ist auch noch einer. Hier ist auch noch einer. Da ist auch irgendwas. Und hier sind auch noch welche, wobei die nicht befahren sind. Da sind Spinnweben drin zu sehen. Ja, und da unten im Wald geht es auch irgendwie weiter. Also, wir gucken einfach mal, ob wir hier eine Chance haben, die Weste wieder rauszukriegen. Kostet nämlich 600 Euro und das ist ein Haufen Geld. Die Drückjagdverpflegung, die Jägerpfanne, der Klassiker vom Dirk. Und wir sind hier gerade in Vorbereitung. Hier werden Speck und Zwiebeln angeschwitzt. Und da kommt gleich Wildfleisch noch mit rein, Bratkartoffeln und Gemüse und Pilze. Nach dem Essen gab es noch ein kleines Stück von dem wahrscheinlich weltbesten Jagdhornspieler. Jagd ist unberechenbar. Trotz viel Herzblut und viel Engagement war es nicht möglich, an diesem Tag Beute zu machen. Der Streckenplatz blieb leider leer. Was bleibt, sind die Erinnerungen an einen schönen Jagdtag bei bestem Wetter und einen gemütlichen Abend mit Freunden. Danke an alle, die dieses schöne Jagderlebnis möglich gemacht haben. Mit den letzten Bildern möchte ich mich von euch verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und lasst einen freundlichen Kommentar da. Vielleicht sogar ein Abo, macht's gut und weit man Zeit.